maximale Öffnungszeiten in Handel sind 72 Stunden, was man aufsperren darf, und wir sperren auch so lange auf. Ja. Das heißt also, die Menschen sind flexibel, sie müssen auch flexibel sein. Also wir regeln sehr vieles. Wir haben Arbeitszeiten ja sowieso, also wir regeln viele Sachen, die auf der gesetzlichen Ebene geregelt, aber sehr wohl noch wünschenswert sind. Diese gesetzliche Säule und kollektivvertragliche Säule braucht man schon sehr wohl, weil das ist ein Rahmen, wo man sich, also das kann man immer verbessern. Wenn diese zwei Sachen nicht geben würde, dann würde man bei null unter Umständen anfangen. Alles, wo wir mitgestalten können, tun wir das ja auch. Ja. Also, wir lassen unsere Mitarbeiter nicht in Regen stehen. Als Betriebsrätin, aber auch als Frau und Mutter bin ich gegen weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit. Wenn, dann bitte aber nur unter der Voraussetzung, dass sich die wöchentliche Arbeitszeit verkürzt. Denn flexibel sind wir schon längst.